Aber ich laufe gerade ein bisschen hin und her, weil ich gleich ein bisschen freie Bühne brauche für das, was ich vorhabe. Denn ich möchte euch mit hineinnehmen in Gottes Wort. Und das kann man ja auf vielfältige Weise tun. Erstmal herzlich willkommen zu dieser Predigt, auch allen, die im Internet dazu geschaltet sind und sich die Predigt vielleicht später auch auf unserer Homepage angucken werden. Wir hatten letzte Woche Familiengottesdienst. Es war nämlich heute Einschulung in Zeven. Und wir haben letzte Woche mit den Einschulungskindern und den Familien einen Gottesdienst gefeiert und die Kinder gebührend gewürdigt, für den neuen Lebensabschnitt gesegnet. Das war ganz, ganz schön. Und nun kommt die Quizfrage an alle, die letzte Woche nicht da waren, weil sie gedacht haben, das ist ja nichts für mich. Ich bin ja kein Schulkind, ich bin ja schon groß. Jetzt seid ihr dran zu raten, worum ging es letzten Sonntag in dem Familiengottesdienst. Jesus hat zu den Jüngern gesprochen. Er hat sich mit ihnen verständigt und er hat das oft auf unterschiedliche Weise getan, teilweise sehr bildhaft. Und ihr dürft mal raten. Lerne mit Jesus. Was denn? Das war das Thema von gestern, vom letzten Mal. Lernen mit Jesus war das Thema. Ja, und Jesus hat die Jünger gelehrt auf unterschiedliche Weise, hat sie mit hineingenommen, auch in Gleichnisse, wie er bildhaft erzählt hat. Was ist das? Ein Tier, ein Wüstentier, auch Wüstenschiff genannt. Ja, das Gute ist, ihr seid im Vorteil. Die Kinder mussten das nach und nach raten, als ich Striche und Kringel gemalt habe. Jetzt seht ihr schon ein Kamel. Na klar, und was ist das? Das Nadelöhr. Und was haben Kamele mit Nadelöhren zu tun? Das ist ein Gleichnis von Jesus. Ein Gleichnis von Jesus kommt besagt... Das ist das Problem. Ja. Eher kommt... Das Kamel durchs Nadelöhr. Das passt nicht. Und Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Oder geht es darum, dass jemand eingeladen wird, alles wegzugeben? Gib alles den anderen, was du hast. Und da ging es um einen reichen Mann, der auf seinem Herzensthron sozusagen nicht Jesus sitzen hatte, sondern da geht es einfach darum, dieser reiche Mann hatte das Geld an erster Stelle in seinem Leben. Und Jesus hat gesagt, wenn du so weitermachst, kommt eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Und Jesus hat sich verständigt mit den Jüngern. Es ging noch weiter. Wir haben ja eben auch schon von Licht gehört in einem Psalm. Was ist das? Handelskogge. Handelskogge, ja. Als gute Hanseaten oder Nordlichter zumindest, oder manche auch noch nicht mal Nordlichter, sondern noch von weit her gereist, wahrscheinlich nicht mit einer Kogge, sondern auf anderen Wegen, wisst ihr sofort, was das ist. Ich habe das entwickelt neulich und die Kinder haben erstmal nur einzelne Striche gesehen und haben dann geraten, was das alles sein könnte und sie sind drauf gekommen, aha, es ist kein Kanu, es ist eine Kogge. Eine Kogge hat eine Menge Bauch und in dem Bauch ist viel Platz, um Dinge mitzunehmen. Und da ging es nämlich dann um Salz und Licht, was wir sein sollen. Das Salz wurde von der Kogge transportiert und darum ging es dann weiter. Jesus hat über Bilder, mit denen die Menschen in seinem Umfeld etwas anfangen konnten, sich verständigt mit Menschen. Fischer quasi vom Wasser weggefangen und gesagt, so, folgt mir nach. Sie haben ihre Netze weggepackt, sind losgegangen und er hat gesagt, kommt mit, ich will euch zu Menschenfischern machen. Damit konnten die was anfangen. Wenn du so einen Lokführer in Deutschland nimmst und sagst, folgt mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, wird er sagen, mit Fischen konnte ich noch nie was anfangen. Ja? Der bräuchte vielleicht ein anderes Bild, aber Jesus hat die Bilder benutzt, mit denen die Menschen was anfangen konnten. Er konnte sich mit ihnen verständigen. Wie super ist das denn? Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, finde Verständigung gar nicht immer einfach. Manchmal kommt es in meinem Umfeld zu Missverständnissen. Durch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, manchmal durch unterschiedliche Sprachen, manchmal, weil Menschen in unterschiedlichen Bildern denken,
manchmal, weil Menschen gerade etwas anders interpretieren, als es von jemandem gemeint ist. Manchmal ist einer gerade im Gedanken schon woanders und du siehst sein Gesicht und er denkt vielleicht, ah, Schande, morgen, was mache ich morgen? Warte, morgen, nee, Montag. Montag fängt die Arbeit wieder an. Ich habe so viel Arbeit auf dem Schreibtisch, ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll. Dabei erzählt er dir gerade irgendwas ganz Nettes, hat aber schon den Blick von, oh, ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen soll. Das führt sofort zu Missverständnissen, oder? Du denkst, was habe ich dem getan, dass der so grimmig guckt? In Wirklichkeit hat er nur gerade noch kurz nebenbei, multitaskingfähig, wie er zu sein glaubt, über was anderes nachgedacht. Das passiert ganz schnell, dass es zu Missverständnissen kommt. Das war schon zu biblischen Zeiten so. Und ich möchte euch mal ein Missverständnis vorstellen. Und dafür brauchen wir jetzt mal ein bisschen Platz. Ja, wenn ihr mal zwei Stühle oben auf die Bühne stellen würdet. Ich habe hier was für euch mitgebracht. Wir haben nämlich hier zwei Menschen sitzen, wie wir sehen. Der eine. Aha, fangen wir mal hier an. Das ist David. Das ist der Mantel von David. Das ist der Mantel von David. Das färbt die Heiligung gleich ab. Ja. So, super. Geht es? Ja. Wird dir gleich wärmer ums Herz, ne? Oh, und David muss man natürlich auch erkennen. Das ist ja ein König zu der Zeit. Jetzt kommt ein bisschen der Ruin für die Frisur. So. Und hier haben wir noch jemanden. Das ist Hanun. Ja, Hanun. Geht das? Warte, wir wickeln dich ein, damit du nicht frierst. Oh ja, das ist doch gut. Ist gut, ne? Hier friert keiner auf der Bühne. So, Hanun kriegt auch eine Krone. Geht das so? Ja, ja. So, das ist doch ganz anschaulich. So, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte dazu. Sie steht im 2. Samuel, Kapitel 10. Damit ihr besser versteht, was hier gerade passiert, gehe ich immer dahin, wo gerade die Handlung spielt. Ja? König David, Hanun, den ich euch jetzt vorstelle. Jetzt wird es interessant für die Kameraführung, auf jeden Fall. Es geschah nämlich, nachdem gerade eine Situation erzählt worden ist, die ihr euch nächsten Sonntag auf dem Marktgottesdienst anhören könnt, im Stadtparkgottesdienst, da geht es nämlich um das Kapitel davor. Ich verrate nicht, was es ist, aber da ging es um Barmherzigkeit Davids. Und aus seiner Barmherzigkeit heraus tut David nun etwas. Es geschah, dass der König der Kinder Ammon, das Volk Ammoniter, starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sagte David, ich will Barmherzigkeit erweisen an Hanun, dem Sohn des Nahasch, wie sein Vater an mir Barmherzigkeit erwiesen hat. Und David sandte hin, um ihn durch seine Knechte über seinen Vater trösten zu lassen. Als nun die Knechte Davids ins Land der Kinder Ammon kamen, sagten die Fürsten der Kinder Ammon zu Hanun, ihrem Herrn, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, indem er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er seine Knechte zu dir gesandt hat, um die Stadt zu erforschen und zu erkunden und sie dann zu zerstören? Da nahm Hanun die Knechte Davids, ließ ihnen den Bart. Ja, warte, ich muss noch mal kurz was holen. ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden bis an ihr Gesäß und ließ sie gehen. Als das David berichtet wurde, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt ihr in Jericho, es ist also weiter außerhalb, nicht so in der Nähe, denn es ist nicht so peinlich für diese armen geschändeten Männer, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Kinder Ammon sahen, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, sandten sie hin und verpflichteten die Syrer von Beth-Rehob und die Syrer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk und vom König von Macha 1.000 Mann und die Männer von Tob 12.000 Mann. Macht zusammen, wer hat mitgerechnet?
jetzt nicht so schnell. Na? 33.000 Leute Fußvolk. Als das David hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer der Kriegsleute. Die Kinder Ammon zogen aus und rüsteten sich zum Kampf vor dem Eingang des Tores. Die Syrer aber von Zoba, Rehob, Tob und Macha waren für sich im Feld. Als Joab, den ja David ausgesendet hatte, sah, dass der Angriff von vorn und von hinten gegen ihn gerichtet war, erwählte er von allen Auserlesenen in Israel und stellte sich den Syrern entgegen. Das übrige Volk tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, damit er sich gegen die Kinder Ammon aufstelle und sagte, werden mir die Syrer überlegen sein, so komm mir zu Hilfe. Werden aber die Kinder Ammon dir überlegen sein, so will ich dir zur Hilfe kommen. Sei getrost und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Und Joab machte sich herzu mit dem Volk, das bei ihm war, um gegen die Syrer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Als die Kinder Ammon sahen, dass die Syrer flohen, flohen sie auch vor Abishai und zogen in die Stadt. So kehrte Joab um von den Kindern Ammon und kam nach Jerusalem. Als die Syrer sahen, dass sie vor Israel geschlagen waren, sammelten sie sich alle. Und Hadad-Eser sandte hin und ließ die Syrer jenseits des Stroms ausziehen, und sie kamen nach Helam, und Schobach, der Feldhauptmann Hadad-Esers, zog vor ihnen her. Als das David berichtet wurde, sammelte er ganz Israel, zog über den Jordan und kam nach Helam. Und die Syrer stellten sich gegen David auf, um mit ihm zu kämpfen. Aber die Syrer flohen vor Israel. Und David tötete von den Syrern 700 Wagenkämpfer und 40.000 Reiter. Und Schobach, den Feldhauptmann, erschlug er, sodass er dort starb. Wie viele sind das? Mehr als eben. 40.701 werden hier erwähnt. In einer Schlacht. Als alle Könige, die unter Hadad-Eser waren, sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihnen untertan. Und die Syrer fürchteten sich, den Kindern Ammon weiterhin zu helfen. Wie hat alles angefangen? Könnt ihr euch erinnern? Missverständnis. Ein Missverständnis. Im Grunde ein Missverständnis. Im Grunde ein Missverständnis. Ja. Was für eine Tragödie, oder? Schaukelte sich dann hoch. Ne? Furchtbar, oder? Totale Eskalation. Zwischendurch habe ich aber auch den Faden verloren, ehrlich gesagt. Ja, du konntest auch nicht sehen, wie ich immer hier und da hingegangen bin. Aber die anderen waren ein Vorteil. Die mit denen verbunden und die mit denen verbunden. Schlimm, oder? Die haben sich da alle irgendwie dann, ja, Bündnisse geschmiedet und ja. Das tun wir ja heute auch. Ja. Ja, und wer eskalieren will, der holt sich ja. Leute an seine Seite, oder? Und dann geht das richtig. Und dann wollen wir denen mal zeigen, was eine Hake ist. Aber das lassen wir nicht auf uns sitzen. Da holen wir uns mal Verstärkung. Und dann geht das mal richtig los. Dann zeigen wir denen mal, wo es lang geht. Ja, aber das können wir uns natürlich nicht bieten lassen, weil so dürfen die nicht mit uns umgehen. Das lassen wir uns gar nicht gefallen. Ha, denen zeigen wir es jetzt erstmal so. Kennt ihr das? Das schaukelt sich ganz schnell hoch. Ich danke euch beiden. Ihr seid sehr würdige Vertreter für eure Völker. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr euch wieder platzen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, so ist das mit den Königen und den Missverständnissen. Ein Missverständnis zwischen Menschen, ich bleibe jetzt hier stehen, ein Missverständnis zwischen Menschen kann so schlimme Auswirkungen haben, wenn es sich immer weiter hochschaukelt, oder? Wie furchtbar ist das? Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Missverständnisse erlebt oder auch schon selber dafür gesorgt. Ich habe heute gerade eine wunderschöne Begegnung gehabt, von der ich euch erzählen will. Die hat auch mit Kommunikation zu tun. Wir hatten vor wenigen Wochen eine Freizeit, eine Gemeindefreizeit. Als wir die Gemeindefreizeit geplant haben, waren wir ein relativ kleiner Kern, der mitfahren wollte. Und nach hat Gott mehr Menschen hinzugetan.
Als nun also die Freizeit inhaltlich geplant wurde, war noch gar nicht klar, dass die Menschen, die dann letztlich mitgefahren sind, alle mitkommen würden. Es war sehr interessant, auf unterschiedlichsten Ebenen und auch sprachlich durchaus herausfordernd, weil wir mehrere Menschen an Bord hatten, die der deutschen Sprache noch gar nicht oder wenig mächtig sind. Und so haben wir dann neben verschiedenen anderen Programmteilen, für die es hilfreich war, Deutsch zu verstehen, geguckt, wie können die Menschen unter Gottes Wort kommen. Und ich habe längere Bibelabschnitte ausgewählt für diese Freizeit, die wir dann miteinander gelesen haben oder gehört haben, je nachdem. Und jeder konnte sie in seiner Muttersprache mitverfolgen. Und wenn er dann zwischendurch wieder ausgeschaltet hat bei den anderen Teilen, die er nicht verstehen konnte, weil die dann wieder auf Deutsch waren, konnte er auch ein zweites oder drittes Mal lesen. Und mein Gebet war einfach, dass Gottes Wort zu den Menschen direkt spricht. Heute kam einer dieser Menschen zu mir, der inzwischen Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Das hat mich so berührt. Das hat mich so berührt, weil es gab Menschen, die gesagt haben, Claudia, das ist doch sinnlos. Warum willst du denn Menschen mitnehmen, die gar nichts verstehen können? Und ich gesagt, ein kleines Kind in dieser Gemeinde hat bei der Anmeldung in den Kindergarten gesagt, Freundschaft braucht keine Sprache. Und wenn Gott direkt zu einem Herzen sprechen will, dann wird er das in einer Sprache tun, die für diesen Menschen passt. Und das hat er getan. Und dieser Mensch stand mit Tränen in den Augen vor mir und hat Jesus als seinen Herrn verkündet. Und ich preise den Herrn und danke ihm dafür. Und ich danke euch, dass ihr mittragt, auch wo wir manchmal nicht verstehen, wo Missverständnisse vorprogrammiert sind, wo es manchmal gar nicht einfach ist, Verständigung miteinander hinzukriegen und wo manchmal auch, wie wir es hier gesehen haben, Missverständnisse Auswirkungen haben. Der Herr sieht das Herz an. Und so wie Jesus sich verständigt hat mit seinen Jüngern, so spricht er auch heute noch direkt zu Menschenherzen. Spricht Menschen im Geist an. Und er ist so groß, der weiß, was er tut. Auch wenn wir Menschen, wie wir hier eben gerade gesehen haben, manchmal Dinge tun, die vielleicht nochmal überdacht werden sollten, bevor wir entscheiden, wie wir vorgehen. Manchmal, wenn die Emotionen hochbranden, kennt ihr das? So, mal richtig wütend gewesen, mal so richtig sauer auf jemanden und dann ja, kommt schon mal ein Wort raus, was du vielleicht sonst auch nicht sagen würdest. Ich kann super E-Mails schreiben. Wenn ich wütend bin, kann ich so schnell schreiben, das glaubt gar keiner, außer meinem Mann, der kennt das. Von ihm habe ich etwas sehr, sehr Gutes gelernt. Nicht sofort abschlecken, weil eine Enter-Taste, die Lawine geht los. Habe ich ein paar Mal ausprobiert in meinem Leben. Das war nicht gut. Er hat gesagt, schlaf eine Nacht drüber. Manchmal höre ich auf ihn. Das ist echt gut. Eine Nacht drüber zu schlafen und nicht in der Wut wusch, erstmal loszujagen. Nein, eine Nacht drüber zu schlafen. Wie viel Not hätte verhindert werden können, wenn diese beiden Könige vielleicht nochmal miteinander gesprochen hätten. Wie meinst du das eigentlich? Wie soll ich das verstehen, dass du mir was schenkst, dass du Leute schickst hier? Ja, das fällt dir eigentlich ein. Wie kommst du denn dazu? Nur weil jemand gestorben ist, sagst du jetzt, schickst du Leute, um mich zu trösten? Ist doch nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. Ich meine es gut mit dir. Ach echt jetzt? Na, dann wäre es ganz anders ausgegangen, oder? Weniger Tote, weniger Verletzte, weniger Schmerz, weniger Tränen, weniger Leid, weniger Elend. Weniger hungernde Kinder, viel weniger von vielen und viel mehr Gutes in der Welt. Missverständnisse haben Auswirkungen. Wie geht Jesus mit Missverständnissen um? Oder mit Konflikten, denn aus Missverständnissen entstehen oft Konflikte, oder? Innere Konflikte, sagt der junge Mann. Ich mache alles, ich halte alle Gebote ein. Ich kümmere mich da, ich gebe, wo ich kann, ich mache und tue und bin echt rührig.
so richtig schön Werkgerechtigkeit und sagt, ich bin doch gut, oder? Sagt Jesus, wer ist auf deinem Thron? Wie war es mit dem Kamel und dem Nadelöhr? Verkauf alles, gib's den Armen. Sagt er, Moment, das kannst du jetzt nicht von mir verlangen. Innerer Konflikt, oder? Oh, Jesus folgen, na klar. Aber wenn es das kostet, ach nee, dann lieber doch nicht. Ja, aber Jesus sagt doch. Du sagst, Adi, Herr, das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Kennt ihr solche inneren Konflikte? Die mutet Jesus uns auch manchmal zu. Manchmal ist es ein Opfer. Sonntagmorgen 10 Uhr Gottesdienst ist für manche Menschen ein Opfer. Warum? Weil ihr Biorhythmus sagt, ausschlafen ist jetzt echt schön. Deswegen ist es so gut, dass es manchmal einen Samstagabend Gottesdienst gibt. Schön, dass ihr da seid. Morgen könnt ihr ausschlafen. Ja, auch ganz super. Da haben wir den inneren Konflikt leicht lösen können an der Stelle und haben mal probiert, was passiert eigentlich, wenn es Samstagabend Gottesdienst gibt. Muss ja nicht nur schlecht sein, ne? Sonntag ist ja vielleicht nicht die einzige heilige Zeit um 10 Uhr. Man kann es ja mal probieren. Aber das sind die kleineren inneren Konflikte. Manche sind viel größer. Wenn es um schwerwiegende Entscheidungen geht, eine Berufswahl. Jemand in meinem Umfeld hat gerade eine neue Arbeitsstelle bekommen. Am alten Arbeitsplatz gab es so viel Knatsch, das ging nicht. Da ist der Mensch krank geworden, sehr krank geworden, hat jetzt einen neuen Arbeitsplatz. Kann man sagen, hey, super, danke, Herr. Ehrlich gesagt, der Job ist so langweilig, das hält dieser Mensch nicht aus. Der ist da total unterfordert. Das wird nicht gut gehen wahrscheinlich. Und sagt man dann, danke, Herr, dass du mir nur einen Arbeitsplatz gegeben hast. Oder betet um Weisheit und um Versorgung mit einem Arbeitsplatz, wo man die nächste Zeit gut sein kann, wo man gut versorgt ist, wo man all das wirklich auch sinnvoll einsetzen kann an Gaben, was Gott einem mitgegeben hat, wo man auch zufrieden sein kann. Sinnhaftigkeit ist ja eine Luxusfrage, oder? Wer so richtig Hunger hat, fragt sich nicht als erstes, ist es denn sinnvoll, welche Berufstätigkeit ich habe, sondern vielleicht freut er sich, dass er das Brot für seine Kinder verdienen kann. Vielleicht ist er froh, wenn er genug zu essen hat. Sinnfragen stellen wir uns, wenn wir auf der unteren Stufe alle Bedürfnisse gestillt haben. Wie, wir sind satt, wir haben genug zu trinken, wir sind in Sicherheit. Wenn diese Bereiche schon mal abgedeckt sind, wenn man so diese Maslow'sche Bedürfnishierarchie anguckt, dann kommen so nach und nach Fragen ins Spiel, die auch mit Sinnhaftigkeit zu tun haben, mit Identifikation. Und was ich echt immer wieder eindrucksvoll finde, ist, Jesus ist einer, der packt dich nicht bei der Sinnfrage, sondern der geht in dein tiefstes Elend, begegnet dir auch in deiner Not, wo du nicht genug zu essen hast, wo du nicht genug zu trinken hast, wo du bedroht bist, wo du krank bist, wo du dich armselig und kümmerlich und unfähig, überhaupt nicht mehr stark und alles schaffig fühlst. Jesus geht oft genau in diesen Zeiten zu Menschen hin, berührt ihr Herz und vielleicht ist es umso leichter, in solchen Zeiten in die Herzenstür aufzumachen. Glaube ich, wenn ich mich umsehe und auch wenn ich an mein eigenes Leben denke. Weil in der tiefsten Not ist Jesus mir begegnet. Und in der Zeit war ich bereit zu sagen, okay, auch wenn es einiges kostet, war jetzt nicht eine Geldfrage an der Stelle, sondern andere Dinge, die mir viel bedeutet haben, auch wenn es einiges kostet, ich will dir folgen. Und dann habe ich mich entschieden, weil Jesus so klar zu mir gesprochen hat, so klar mein Herz berührt hat. Er spricht klar und unmissverständlich. Nur Menschen hören ihm manchmal nicht zu. Ich weiß nicht, wie oft er an meine Herzenstür geklopft hat, bevor ich ihn überhaupt gehört habe. Jemand hat mir gesagt, als ich mich zum Geigenunterricht angemeldet habe, ich bin Christ. Ich auch.
Sagt er, Sie finden das nicht schlimm, dass ich Christ bin? Ich so, nö, wieso? Sagt, Jesus, das ist mein Herr. Ich sag, ach echt? Ja, also, ich hatte noch keine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich war zu der Zeit noch kein bekennender Christ, der Jesus als Herr in seinem Leben aufgenommen hatte, als Herrn. Der Teil kam später. Und dieser Mensch hat mir immer wieder von Jesus erzählt. Und Menschen zu begegnen, ich habe dann noch einige treffen dürfen in der Zeit. Mit einer Frau bin ich immer zur Orchesterprobe gefahren. Die Frau hatte eine sehr lebendige Beziehung zu Jesus und ihre ganze Familie ebenfalls. Und weil ich immer Zeit hatte nach dem Geigenunterricht, wenn ich von diesem christlichen Geigenlehrer kam, bin ich dann zu Fuß durchs Hamburger Alstertal gegangen und habe bei der Frau am Küchentisch gewartet, bis die Familie dann so weit war und wir zur Orchesterprobe losfahren konnten. Ich habe diese Familie in ihrem Umfeld erlebt, wie sie aus ihrem Glauben heraus miteinander umgegangen ist. Ich gedacht, das ist echt anders. Das ist echt schön. Und auf der Fahrt, wir hatten eine weite Strecke zu fahren. Wir sind fast eine Stunde mit dem Auto unterwegs gewesen, glaube ich. Oder eine Dreiviertelstunde, ich weiß nicht. Jedenfalls da hat sie gut Gelegenheit gehabt, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und das war so nett. Sie hat mir immer wieder von ihrem Glauben erzählt. Ich fand das echt spannend. Ich habe ihr gerne zugehört. Und dann habe ich angefangen, ihr Fragen zu stellen. Und irgendwann, als ich sehr, sehr krank war und wirklich am Boden war, hat Jesus mich gefunden. Meine Herzenstür habe ich aufgemacht und mich bekehrt. Es hat mein ganzes Leben verändert, Jesus zu folgen. Es verändert mein Leben jeden Tag. Das war eine echt gute Entscheidung. Eine der besten überhaupt, würde ich sagen, wenn nicht die beste. Und trotzdem, manchmal ist es nicht einfach. Manchmal kommt es zu Missverständnissen. Auch wenn Gott mir irgendwas sagt, ich will das ja nicht immer, ne? Ich finde es manchmal echt unbequem, was er einem zumutet. Und trotzdem, zu sagen, ich will dir folgen, hat auch was mit Gehorsam zu tun. Ist nicht immer bequem. Kinder finden Gehorsam auch nicht immer bequem. Meine Kinder fanden es manchmal echt doof. Und haben sich auch hingestellt und zu dritt verkündet, sie wären jetzt in der Demokratie die Mehrheit. Deswegen müssten sie nicht mehr gehorsam sein und aufräumen war eine richtig doofe Erfindung in unserem Haushalt. Ja? Sie brauchten es nicht mehr. Und schließlich sind sie die Mehrheit. Und ich gesagt, ja, das stimmt. Gab es nichts sonst zu rütteln. Habe ich eine Zeitung gekauft und Wohnungsanzeigen gelesen. Habe eine schöne 1,5-Zimmer-Wohnung ausgesucht und meinen Kindern gesagt, ich habe das Problem gelöst. Ihr braucht nie wieder aufzuräumen. Haben sie mich angestrahlt und gesagt, okay, wie? Und ich sagte, wir ziehen um. Okay, aber wir wollen in unserer Schule bleiben. Ich sagte, kein Problem. Wohin ziehen wir? Ich habe eine super Wohnung gefunden, 1,5 Zimmer. Ihr kriegt das halbe Zimmer, ich baue euch 3 Etagenbetten übereinander, kein Problem, ich bin handwerklich geschickt, das schaffe ich. Ich kriege das ganze Zimmer, nö, das ist ungerecht, wir sind 3, du bist 1, stimmt, sage ich, aber wir brauchen einen Raum auch als Gemeinschaftsraum, ich schlafe ja auch im Wohnzimmer, ich arbeite im Wohnzimmer, das ist gleichzeitig das Musikzimmer, das ist gleichzeitig alles, also da das dann alles ist und ich ja bisher auch im Wohnzimmer schlafe, ich kriege das ganze Zimmer, ihr kriegt das halbe Zimmer. Die Kleinigkeit ist natürlich, ihr müsst euch von vielen Sachen verabschieden, weil im halben Zimmer ist nicht viel Platz. Der Vorteil ist, das Aufräumen geht schnell. Ich schaffe das mit links. Kein Problem. Ihr braucht euch nie wieder darum zu kümmern. Ihr glaubt nicht, wie schnell die Kinder aufgeräumt haben. So schnell ging das noch nie. Der Teil hat natürlich nur einmal im Leben funktioniert. Ne? Das klappt nur einmal. So, damit kannst du kein zweites Mal punkten. Aber es war mir ein inneres Fest. Ne? So, in einem Bild zu sprechen. Ja, die Kinder haben verstanden. Aber als sie verstanden haben, haben sie sich überlegt, will ich das wirklich? Ist das eine gute Idee? Haben sie plötzlich angefangen zu überlegen? Und dann haben sie sich entschieden. Und so ähnlich ist es auch in der Kommunikation zwischen uns in Gemeinde oder zwischen Menschen aus Gemeinde mit anderen Menschen oder in Familie oder in einer Ehe oder wo auch immer zwischen Menschen. Zwischen Eltern und Kindern. Es kommt zu Missverständnissen. Wie gut, wenn wir lernen, gut miteinander zu kommunizieren
Und wie gut ist es, wenn wir Jesus einladen, den Thron in unserer Gemeinschaft einzunehmen. Und zwar bei jedem Einzelnen im Herzen. Das erhöht die Trefferquote kolossal. Und von daher lade ich dazu herzlich ein, es einfach zu prüfen, Jesus einzuladen ins Herz, damit er auf dem Thron sitzt. Und ich bin dankbar für jeden, der diese Entscheidung schon getroffen hat. Ich bin gespannt, wer diese Entscheidung alles noch treffen wird. Mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein, erleichtert vieles, weil wenn wir an einem Strang ziehen, gibt es auch weniger Missverständnisse, als wir das hier zwischen diesen Königen gesehen haben. Denn biblische Wahrheit und biblische Weisheit stehen hier drin, in Gottes Wort. Wir können lernen von guten Vorbildern, können auch lernen von dem, wo es echt Panne gelaufen ist, in der Kommunikation zwischen Menschen. Und uns zu fragen, wie würde Jesus entscheiden, wie würde Jesus handeln? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, um auch Missverständnissen vorzubeugen und gemeinsam besser durchs Leben zu kommen. In diesem Sinne, viel Freude dabei, viel Spaß, weiter Kommunikation zu trainieren, jeden Tag aufs Neue, sich nicht unterkriegen zu lassen, wo es mal schief läuft, sich nicht zu schade zu sein, sich mal zu entschuldigen, wo man auch Missverständnisse vielleicht erlebt hat, mal in Streit geraten ist mit jemandem. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Steht auch in der Bibel. Ist eine gute Spielregel für das Miteinander, finde ich, die Gott uns da gibt. Und in diesem Sinne, Gottes Segen. Amen. Moin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ihr hier auf Info geht und dann ihr zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.